Tja, war die letzte Milch garantiert ohne Gentechnik. Wer seine Milch schneller finden will, greift zum Greenpeace-Ratgeber Essen ohne Gentechnik. Ab 9. Juni erhältlich, im fünften Jahr, 2,7 Millionen Auflage und komplett aktualisiert. Darin steht, welche Marken garantiert auf Genfutter verzichten. Denn durch Futtermittel aus gentechnisch manipuliertem Soja oder Mais gelangen gentechnisch veränderte Pflanzen quasi heimlich, ohne die Pflicht zur Kennzeichnung, in unsere Nahrungsmittelkette. Und damit gleichzeitig Unmengen Gift auf den Acker. Denn Gentechnik macht die Sojapflanze völlig resistent gegen Herbizide. Bei so einer Giftdusche stirbt dann alles andere drumherum. Nur die Roundup-Ready-Soja bleibt stehen. Gen-Mais sondert das Gift gleich selbst ab. Er tötet damit aber nicht nur Schädlinge, sondern auch viele weitere Arten. Und nach werden die Schädlinge resistent. Für die Gensoja werden außerdem riesige Oberflächen in Südamerika gerodet. Und Gentechnik bleibt ein Risikogeschäft. Den Pflanzen werden artfremde Gene eingefügt. Die Folgen kennt niemand. Achtung, Fake. Auch Marken, die mit der Natürlichkeit ihrer Produkte werben, verwenden Gentechnik. Von außen kommen zum Beispiel Weinstephan und Bärenmarke ganz naturbelassen daher. In Wirklichkeit verfüttern sie Genpflanzen. Molkereien wie Weihenstephan stellen sich stur und reagieren mit Hausverbot. Bei anderen Unternehmen haben Greenpeace-Aktionen aber ein Umdenken bewirkt. Zuallererst die bekannte Milchmarke Landliebe. Sie setzt endlich seit Herbst 2008 nach jahrelangen Greenpeace-Aktionen auf gentechnikfreies Tierfutter. Dadurch sind andere Molkereien gefordert, nachzuziehen. So verwendet seit neuestem auch Breisgau-Milch für ihre Marke Schwarzwälder Weidemilch nur noch cleanes Futter für ihre Kühe. Außerdem gibt es dank Greenpeace seit letztem Jahr endlich die Möglichkeit der Positivkennzeichnung für Lebensmittel, garantiert ohne den Einsatz von Genfutter. Wer ganz sicher gehen will, kauft Bio oder geht mit dem handlichen Greenpeace-Ratgeber Foodshoppen. Da steht drin, welche Marken auf Genfutter verzichten. Und mit dem Ratgeber bewaffnet, braucht sie in Zukunft keine uncharmanten Männer mehr fürchten.